dieser Dank, der ihnen da entgegenkommt, das ist schon was ganz Großes und nicht in Worte zu fassen. Yvonne Dietz weiß, wovon sie spricht. Seit vielen Jahren schon nehmen sie und ihre Vereinskollegen die rund 4.500 Kilometer nach Siebenbürgen in Rumänien und zurück auf sich, um Menschen zu helfen. Die Eindrücke, die sie in dieser Zeit sammeln und die Geschichten, die sie zu hören bekommen, all das sorgt bei der Falkensteinerin für ein regelrechtes Gefühlschaos, wie sie sagt. Es zeigt ihr einmal mehr auf, wie gut sie lebt und wie klein ihre Sorgen sind. Es ist so, dass Familien ungefähr zwischen 200 und 400 Euro durch ein Einkommen, also 200 Euro Einkommen zur Verfügung haben. Und die Lebenshaltungskosten sind aber dieselben wie in Deutschland. Da kann man sich ungefähr ausrechnen, in welchem Verhältnis das steht. Ein Projekt, das den vogtländischen Helfern besonders am Herzen liegt, ist ein ehemaliger Pfarrhof in einem Ortsteil von Sibiu, zu Deutsch Hermannstadt. Hier leben Familien und alleinstehende Menschen, die aus verschiedenen Gründen gegenwärtige Lebenskrisen bewältigen müssen. Sie leben von selbst angebautem Gemüse. Ein paar Tiere dienen zur Eigenversorgung. Es waren bisher an die 4 Alleinstehende, die kamen dann, sind über den Winter geblieben, 3-4 Monate. Und dann nachher haben sie sich einen Job oder ein Quartier in der Stadt gefunden und sind dann wieder rausgezogen. Ja. Nachdem sie sich hier die Papiere, die Dokumente, Ausweis und so weiter eingerichtet haben und sich diesen Arbeitsplatz gefunden haben und dann sind sie wieder rausgezogen. Trotz der guten Stimmung unter den Helfern gibt es unterwegs oft Momente, die Yvonne Dietz und die anderen Deutschen zum Nachdenken anregen. Da ist zum Beispiel ein Kinderheim. Dort bleiben Mädchen und Jungen zurück, deren Eltern nach Westeuropa gingen, um Arbeit zu suchen. Oder diese Familie. Sie lebt scheinbar am Ende der Welt. 2 von 4 Kindern wohnen noch zu Hause. Da noch etwas Geld zur Verfügung stand, fuhren die Keimlinge kurzerhand mit ihnen in die nächste Stadt und kauften Schulsachen. Das war schon wirklich sehr bewegend. Also die haben sich sehr bedankt, die konnten auch überhaupt nicht fassen, dass mitten in der Woche ein Auto vor der Tür steht, noch dazu aus dem Westen. Und die Leute aussteigen und sagen, wir gehen jetzt mit euch mal einkaufen. Bewegende Momente auch in einem theologischen Seminar im Norden von Rumänien. Den Gästen aus Deutschland zu Ehren sangen einige der Schüler ein Ständchen. Eine Woche Rumänien. Das bedeutet für die Keimlinge nicht nur viele Stunden im Auto unterwegs zu sein. Das waren nicht nur die vielen Stopps bei Familien, in Kinderheimen oder anderen Einrichtungen, wo die Hilfsgüter aus dem Vogtland dringend gebraucht werden. Es waren vor allem die Herzlichkeit und die Dankbarkeit, die den Helfern aus Deutschland entgegengebracht wurden. Und vor allem das gibt den Vereinsmitgliedern Bestätigung und Kraft, weiterzumachen. Sollten Sie Interesse an diesem Hilfsprojekt haben, Informationen finden Sie im Internet unter www.keimlingev.de.